Wir sind Mr. Cracker und ihr schaut OS Beat. Das ist der Hammer, oder? Hallo liebe Freunde des guten Geschmacks. Wie ihr unschwer erkennen könnt, sitze ich gerade in einem Auto und jetzt fragt ihr euch vielleicht, das ist ein OS Beat, warum sitzt ihr in einem Auto oder ist das eine neue Kfz-Sendung? Nein, ist es nicht, aber ich habe eine ganz verrückte Truppe hinten im Wagen und die sollen sich am besten mal selber vorstellen. Lukas, bist du soweit? Erstmal möchte ich, also zum Anfang möchte ich sagen, schön, dass Lukas auch hier ist. Lukas, unser Kameramann, vielen Dank an Lukas. Lukas? Lukas! Jawohl! Kleiner Applaus für Lukas. Yeah. Wir fahren los hier im Bus. Im Partybus. Yeah. Wir sind Mr. Cracker aus Quartenbrück. Danke, danke, Arsch. Ich bin Ali, das ist der... Konstantin. Das ist der Flo. Und du bist? Michael! Michael! Michael. Jungs, was macht ihr denn für Musik? Erzählt mal ein bisschen. Und Michael. Wie seid ihr denn überhaupt dazu gekommen? Soll sich mal jetzt einer ein bisschen outen hier? Wie hat das angefangen? Nein, pass auf, das war folgendermaßen. Also ich habe davon gar keine Ahnung, denn ich war auf einmal da. Aber unser Sänger, der Mr. Cracker himself, hatte eine Eingebung. Und bei dieser Eingebung ist einiges passiert und ich glaube, das willst du selber erzählen, weil ich kann das nicht. Tut mir leid. Okay. Ja? Okay. Los geht's. Also wir müssen jetzt alle gut zuhören. Florian auch. Auch du. Wir müssen jetzt alle gut zuhören, denn es wird jetzt ein bisschen kompliziert. Es ist nämlich so gewesen, damals, es war im Jahre 2002. Da war das einst so, das Kontinuumsverzugsproblem des Universums führte dazu, dass ein Meteorit ausgespuckt wurde auf die Erde und zerschellte an der Atmosphäre, aber Splitter erreichten unseren Heimatort und diese Splitter wurden von Teilen unserer Band gefunden, unter anderem mir. Und seitdem diese Splitter da waren und Trixie, die hat den Splitter leider nicht überlebt. Trixie wurde quasi vom Splitter autonom geopfert. Automatisiert bis auf den Kopf. Richtig. Aber ich habe überlebt. Oh, es kommt ein Huckel, Sekunde. Jetzt kommt ein Huckel. Oh, fuck! Alter, ey. Das hört sich ja alles ganz gut an, aber auch ein ganz kleines bisschen verrückt. Meine nächste Frage wäre jetzt, wenn man sich jetzt sowas mit einem Meteoriten, da denkt man an den Weltraum, macht ihr denn auch so abgespacede Musik oder was für eine Musikrichtung ist das, die ihr da fabriziert? Das ist total abgespaced. Das ist echt cool, wenn wir Space gehen. Tatsächlich machen wir Rock'n'Roll, bodenständig und leistungsorientiert. Okay, und eure Musik? Hast du Abitur? Ich habe Abitur gemacht mit 1,2 und studiere Medizin in Brunsbüttel. Und Psychologie im Doppelstudium, oder nicht? Ja, klar. Hast dich eingeklagt? Klar. Wie sieht denn das aus? Ihr habt dieses Jahr jetzt schon ein bisschen gespielt. Wie seid ihr rumgekommen, was Deutschland angeht? Wo waren eure letzten Gigs und wie sieht das jetzt auch noch in der Zukunft aus? Conny, das wäre doch mal eine Frage für dich. Das ist wirklich eine Frage für mich. Weil ich Deutschland so gut kenne, haben wir auch in Holland gespielt. Weil wie auch immer das zusammenhängt. Wir haben in Holland, Niederlande. Ja. Niederlande und Baden-Württemberg. War letzte Woche, richtig geil. Für mich ist das Bayern. Das war gut. Ja, war richtig geil. Das war so ein Festival, Rock am Hang. Mhm. Hat uns gut gefallen. Nette Leute da. Maiwoche haben wir auch gespielt. Hamburg haben wir gespielt. Wie hat euch denn die Maiwoche in Osnabrück gefallen? Das war echt, ich würde sagen, das war von uns persönlich einer der besten Auftritte. Wenn nicht der beste Auftritt, den ich je gehabt habe. Besten Fans! Woo! Woo! Hey, seid ihr drauf? Da schmeißt sich aber auch ein. Jungs, wenn man euch jetzt auf der Maiwoche gesehen hat und sagen wir mal, man hat euch so im Jahre 2005 schon mal begutachtet, warum sollte man sich jetzt euch nochmal angucken? Was hat sich geändert in der Zeit? Wir haben neue Subwoofer gekauft und, und auch eine neue Anlage. Und das ist der einzige Grund? Nein, ich habe auch neue Schuhe. Und neue Hemden habt ihr auch, gesehen. Du sprichst jetzt auch von unseren neuen Hemden an. Ja. Guck mal, hier steht extra der Name drauf, ne? Damit das unsere Mütter auch richtig zuordnen können. Denn vielen Dank an unsere Mamas, ne, ja, fürs Waschen. Wir grüßen unsere Mütter. Ich fand's klasse, als Florian dazugekommen ist, weil da hat die Band ein ganz neues Level bekommen einfach. Und seitdem ist alles besser gegen, und anders. Nichts gegen Marc und so. Nichts gegen Marc, unseren vorherigen Bassisten. Aber der war halt ja mehr gut am Glas, ne? Tatsächlich haben wir ein paar CDs aufgenommen und ein paar Videodrehs hinter uns gebracht, absolviert.
aber Auftritte haben wir ganz viele gespielt. Neue Songs haben wir am Start, eigene Songs haben wir am Start. Früher waren wir eine reine Coverband, heutzutage können wir das auch aufteilen in eigene Songs, ja, und auch in nachgespielte Songs, die wir dann als unsere Songs verkaufen. Was ist wichtig in diesem Jahr? Was sollten die Leute im Auge behalten, wenn sie euch nochmal sehen also, wollen? Steht da irgendwas ganz absolut Krasses an? Also, zum Beispiel haben wir dieses Jahr unser Bandjubiläum. Ja. Warum machen wir das? Jubiläum impliziert ja schon, dass wir etwas länger am Markt sind als null. Ja. Und das ist 10 Jahre schon so lang her. Ja, cool. Weit. Wir haben nämlich die Caravans aus London am Start. Wir haben Jency Pony Casino am Start. Wir haben, ja, Mr. Cracker auch. Und auch Pfeffer aus Hamburg. Auch Kumpels von uns. Und ich denke, nicht zu vergessen, Entschuldigung, bevor ich weitermache, DJ Zucki aus Osnabrück ist natürlich auch vertreten. Den kennt ihr ja schon vom Swing Scala Bim aus der Kleinen Freiheit und auch von dem Rock'n'Roll Hell Festival aus dem Hyde Park. Ist es im Hyde Park dieses Jahr? Guckt das mal nach. Aber auf jeden Fall ist eine Woche später unsere Veranstaltung, das weiß ich noch. Aber wisst ihr was, weil ihr so tolle, also ihr habt ja diesen ganzen Quatsch jetzt so lange angehört und dafür wollen wir euch eigentlich auch belohnen. Ne? Und zwar inwiefern? Wir können uns vorstellen, dass wir für diese tolle Veranstaltung vielleicht 3 Pakete verlosen möchten, nämlich 2 Tickets gibt es in dem Paket, ein T-Shirt, ein paar Sticker und eine EP. Was müssen die Leute tun, um es zu gewinnen? Danke für die Frage, Marie. Bitte. Also, ich habe mir vorgestellt, es wäre ganz toll, wenn ihr unter das Video posten könntet, warum gerade ihr dieses Fanpaket haben wollt und bei uns auf der Veranstaltung am 10.11.2012 vor Ort dabei sein wollt. Das wäre super für uns, oder nicht? Super sweet wäre das. Super klasse. So, Jungs, ich kippe euch jetzt mal hier ab. Wir sind an dieser Stelle durch. Ich bin auch ganz schön durch. Oh Gott, war das anstrengend. Heiliger Bimbam. Aber das soll es gewesen sein. Liebe Freunde, das war es von uns. Das war ein US-Beat. Jetzt kommt er hier hoffentlich an mir vorbei. Und Unfall. So, und wir sagen auf Wiedersehen. Winkt doch auch mal in die Kamera, Jungs. Hm? Tschüssing. Tschüssingen. Tschüss. Wir singen.